Willkommen zurück, meine Lieben, zu einem weiteren Part bei Path of Fire. Ja, wir haben letzte Folge wieder eine bisschen negative Erfahrung gehabt, denn wer es noch nicht geschaut hat, schaut es oben gerne an. Jetzt kommt der kleine Spoiler. Ja, Aurin hatte ja einen Bruder und der hat uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Leben gerettet. Ist dabei aber bei dem Versuch ums Leben gekommen. Der Versuch hat in dem Sinn geglückt. Wir haben überlebt, er leider nicht. Wir haben Kristalle gesammelt, haben ein paar Erfahrungen von ihm gesammelt, die wirklich viel, viel wert sind. Die Folge war wirklich Wahnsinn, also sehenswert. Hätte ich nicht gedacht, dass diese sich so entwickelt, aber gut. Wir haben die Kristalle fertig gesammelt und müssen uns jetzt mit unserem Springer zu Glints Höhle den Zutritt verschaffen. Wir haben hier hinten rechts unser Sternchen. Wir haben gestern beim Kristalle sammeln, so die Karte schon mal komplett aufgedeckt. Finde ich total cool. So wissen wir schon mal, okay, wo was ist. Wir haben schon mal 4 von 5 Wegmarken gesammelt, dass wir schneller porten können und müssen jetzt hier hin. Deshalb würde ich sagen, wir schwingen uns erstmal auf die Himmelsschuppe und gucken dann, wo genau diese Höhle ist. Ah, das ist ein guter. Okay, ob ich das... Wobei, ich habe den Springer komplett fertig gelevelt. Zack, boom. Das war's. Wie cool. Okay. Haben wir fertig. Wir haben jetzt hier die nächste Instanz. Ich würde sagen, wir legen direkt einfach los. Und lassen uns überraschen, was zu tun ist. Der richtige Ort ist? Der Schatten der Prophetin? Hier ist es weniger bemerkenswert, als ich erwartet hatte. Also wenn man sich so Drachen und ihre Höhlen vorstellt. Ja, ich bin mir sicher. Ach, da vorne sind sie. Ich dachte gerade, woher kommen denn die Töne her von denen? Hey, schaut einmal, wer endlich da ist. Ja, Entschuldigung, hat ein bisschen gebraucht. Keine Anzeichen von Kral Kathori, Kommandeur. Er ist definitiv Richtung Süden verschwunden. Und auch keine Gebrandmarken. Zumindest noch nicht. Das ist ziemlich überraschend, wenn man bedenkt, dass um uns herum viel Brand ist. Die Landschaft macht auf jeden Fall einen merkwürdigen Eindruck. Noch ein Grund mehr, unsere Angelegenheiten hier schnell hinter uns zu bringen. Also gut. Ridlock, Kashmir, geht ihr bitte voran? Wo geht es zu Glints Höhle? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Wie bitte? Als der Kommandeur, Jory und ich hier waren, sind wir durch ein Portal gereist. Das ist nicht dasselbe, als würde man durch die Haustür reingehen. Genau genommen bin ich mir noch nicht einmal sicher, ob es eine Haustür gibt. Wenn es sie gibt, werden wir sie finden. Lasst uns aufbrechen. Okay, reist zu Glints Höhle. Kommt ihr? Bezwingt die Geschmiedeten. Okay, die ersten haben wir. Ich würde sagen, wir holen uns den noch schnell. Erst Verteidigung, dann Angriff. Die Wut ist mein. Ihr könnt uns nicht alle aufhalten. Okay. Die Luft ist mein Element. Aufgeladen. Tötet sie! Sie wollen die Waffe! Kalte Kraft. Überflutet. Aufgeladen. Balthasar, sei Zeuge unserer Hingabe. Aufgeladen. Töten Sie! Sie fallen die Waffe! Nichts kann uns vor unseren Kleinen abweichen, alle aufhalten. Ja. Wasser. Die haben wir alles, sind nur noch die. Also bisher komme ich gut klar mit dem Tempest, muss ich sagen. Ist ein bisschen einfacher. Vor allem, ich habe halt Fernkampf, ich muss nicht so nah dran. Das ist schon cool. Wir müssen die Waffe vor ihnen, vor Balthasar finden. Ja, wo müssen wir lang? Ich bin mir nicht sicher, ob es ihnen nur um die Waffe geht. Bei diesen Geschmiedeten handelt es sich nicht nur um eine Jagdgesellschaft. Mhm. Es sieht so aus, als hätten sie sich schon einige Zeit hier eingegraben. Ja, hier ist etwas im Busch. Dann wollen wir uns mal umschauen und sehen, was wir finden. Bei unseren Feinden ist doch immer irgendwas im Busch. Die haben doch immer irgendein
Spuren verfolgen. Kommandeur, ja. Schaut euch einmal diese Fährte an. Das ist ziemlich groß. Irgendetwas Großes und Schweres. Ja. Darauf seid ihr wahrscheinlich bereits selbst gekommen. Mhm. Aber abgesehen davon, nein. Eine solche Fährte habe ich noch nie gesehen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr große Fußspuren, die wir hier haben. Wo ist Kanna? Der sitzt immer noch hier. Okay. Hier sind wieder Spuren. Da ist noch irgendwas. Gepanzerter Heckenschnitt. Es ist auf jeden Fall... Was immer die hier auch bauen, es muss riesig sein. Ich wollte es gerade sagen, es kann nur was Riesiges sein. Okay, jetzt haben wir noch Metallkanone hier. Okay. Dieses Ding bezieht Kraft aus gebrandmarkten Kristallen. Wie ist so etwas überhaupt möglich? Und wir haben es natürlich jetzt aktiviert. Sehr schlau. Wenn man irgendwo nicht sich auskennt, immer Schildknöpfe drücken. Sie sieht ziemlich widerstandsfähig aus. Ja. Aber wofür wird sie verwendet? Die Eisenlegion würde für solch eine Panzerung morden. So wie sie es bereits mehrmals getan haben. Da gebe ich ihm recht. Okay, wir haben irgendwo noch eine Spur. Vielleicht bei Cass da hinten? Ja. Es sieht so aus, als würden sie gebrandmarkte Kristalle abbauen. Aber warum? Hm. Wo rennt ihr jetzt alle hin? Wieder in die Mitte? Okay. Habt ihr etwas gefunden? Die Geschmiedeten waren sehr fleißig. Was auch immer sie vorhaben sollten, sie haben das Gebiet genauso wieder aufgebaut, dass es ihren Bedürfnissen entspricht. Es sieht so aus, als hätte Balthasar eine Möglichkeit gefunden, den gebrandmarkten Kristallen Energie abzugewinnen. Nimmt man nun diese Tatsache, die Panzerung und diese Fährte... Muss es sich um eine Art Kriegsmaschine handeln? Vielleicht hat es etwas mit der Waffe zu tun, von der Vlast gesprochen hat. Das ist möglich. Aber wir werden erst dann auf unsere Fragen Antworten erhalten, wenn wir Glints Höhle erreicht haben. Das stimmt. Findet einen Weg in Glints Höhle. Okay, wir gehen weiter ins Gebrandmarktengebiet. Man merkt, dass hier Kalkatorik eine Menge Verwüstung und Einfluss hat. Brutzelt, 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 brutzelt. Aufgeladen. Ja, einfach ausweicht. Untersucht die eigenen Lichter. Etwas Kraftvolles. Ja. Blind. Okay. Ich kann sie spüren. Ziemlich eindrucksvoll für einen toten Drachen. Also Glint ist doch der Drache, ein weiblicher, also ist doch die Mutter von den beiden. Okay, letzte Folge war ich unsicher, ich nehme direkt im Anschluss auf. Das heißt, ich bin jetzt durch die Folge schlauer geworden. Ich sammle das jetzt einfach alles mal ein. Keine Ahnung, ob wir das brauchen, ob ich das machen soll und muss. Ich mach's einfach mal. Oh, oh, oh. Was jetzt? Schaut mal, wie cool. Diese Helden sind nicht das, was ich erwartet hatte. Haben sie den Mut, das auszuhalten, was ihnen bevorsteht? Haben sie die Willensstärke, es zurückzuschlagen? Die Einheit der Völker ist Tyrias letzte Hoffnung. Mhm. Gemeinsam sind sie stark. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist Glint. Jupp. Sie spricht von der Klinge des Schicksals. Sicher? Das muss so etwas sein wie die Erinnerungskristalle, die Vlast hinterlassen hat. Ein Extrakt der Gedanken von Glint. Mhm. Ihr denkt, das wird uns dabei helfen, in Glints Höhle vorzudringen? Ich bin mir nicht sicher, aber es ist das Beste, was wir haben. Findet Erinnerungskristalle und stellt sie wieder her, um Glints Höhle zu gelangen. Okay, wir haben... Ich glaube, dort drüben kann ich einen Erinnerungskristall erkennen. Ja, dann mach mal.
Also ich vermute mal, dass ich diesen Kugeln nachgehen muss. Für diese Aufgabe dort scheint mir euer Springer gut geeignet zu sein. Hallo, Kommandeur. Ich habe etwas gefunden. Ja, ich muss hier lang gehen. Leute, was denn jetzt? Also zerteilen kann ich mich noch nicht. Das habe ich noch nicht gelernt. Das habe ich nicht gelernt, mich zu zerteilen. Aufgeladen. Also ein kleiner Luftelementar. Okay, die Plattform habe ich freigemacht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Den Kristall haben wir. Ja, und ich falle erstmal wieder runter, das ist klar. Miau. Boah, das war knapp. Okay, und jetzt bauen wir den Raptor. Das schaffe ich nicht mit dem Hasen. Ja. Oh mein Gott. Okay. Hier gehen wir wieder hier zurück auf die Plattform und dann können wir runtergehen. Okay, hätte ich weitergemusst? Nee, ne? Was denn? Ich glaube, ich habe einen von diesen Erinnerungskristallen gefunden. Warum reagiert dieser Kristall auf euch? Was wird dieser Erinnerungskristall überhaupt? Glaubt ihr, wir werden einen Weg in unsere... Das finden schon gut. Bruchstückhaft an die Zeit, bevor ja. Die Vergessenen ihr Ritual an mir vollzogen. Obwohl ich immer noch eine Verbindung zu Karl Katorik spüre, bestimmt er nicht mehr mein Handeln. Mein Wille gehört allein mir. Das ist doch schon mal sehr gut. Ich bin frei. Ich sehe Tyria jetzt, wie ich es nie zuvor gesehen habe. Ja. Clint hat nie darüber gesprochen, wie es war, bevor sie geläutert wurde. Da muss sie ganz schön viel zu verarbeiten gehabt haben. Das glaube ich auch. Das ist noch zurückhaltend ausgedrückt. Okay, wir haben einen zweiten Kristall. Ich glaube nicht, dass ich weiter nach oben muss. Hallo, jetzt muss ich doch mal hier durch. Ich würde jetzt einfach mal hier rechts lang gehen, um zu gucken, ob wir hier irgendwie... Ja, da haben wir wieder was. Hier ist ein Kristall, Kommandeur. Aufgeladen. Ja. Brauche ich mehr Essenz, um das zu machen, oder wie? Kann natürlich sein, dass... die Essenz, die Kristalle erst, ja, sich erheben lässt, sage ich jetzt mal dazu. Okay. Schnell hoch. Aufgeladen. Okay, sie wollen erst kämpfen. Ja, schubs mich nicht. Fresst Schmerz. Fresst ihn. So, wir müssen... Da einmal rüber. Geht's noch wo hoch? Nee, ne? Okay, vielleicht dürfen wir jetzt wieder nach unten. Und? Ah, jetzt. Okay, 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 okay. Vlast, mein Kind, deine Geburt stellt den Anbeginn eines neuen Zeitalters dar. Ja. Eines neuen Entwurfs. Ich kann spüren, dass Kral Katorik sich im Schlaf rührt. Okay. Könnte es tatsächlich sein, dass er weiß, was ich plane? Was eure Bestimmung ist? Die Zeit zerrinnt. Was geschehen wird, wenn der Altrache erwacht, macht mir große Sorgen. Und es tut mir leid, dass ihr diese Bürde tragen müsst. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hinten weiter. Also ich finde es cool gemacht, muss ich sagen, mit diesen...
Genau, hier ist Cass mit einem Kristall. Ich habe noch einen Kristall gefunden. Das ist super. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Das ist sehr gut. Dann hole ich jetzt die letzten Essenzen. Hier einmal hin. Muss ich hoch? Nein, ne? Dann hüpfen wir hier runter. Boah, die bringen mich fast um. So. Aufgeladen. Okay, der letzte, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist der letzte. Okay, es wird spannend. Mit Hilfe der Vergessenen habe ich mich an meine Freiheit gewöhnt. Allerdings musste ich feststellen, dass Freiheit auch eine große Bürde ist. Wenn ich über das Leiden des Volks von Tyria nachdenke, über die Verdammnis, die ihm bevorsteht und die es nicht entfliehen kann, dann fühle ich mich tief in meinem Herzen krank. Die ersten Regungen des Mitgefühls. Oh, okay. Ihr Leid und ihre Qualen gehen mir nicht aus dem Kopf. Die Altdrachen. Die verzehrte Welt. Ich kann diese Visionen nicht mehr länger ertragen. Es muss etwas geben, was ich tun kann. Mhm. Oh. Oh, gut. Hey, seht einmal. Es hat sich ein Portal geöffnet. Oh. Das wurde anscheinend durch die Wiederherstellung der Kristalle ausgelöst. Ja. Ich glaube, wir haben herausgefunden, wie wir reinkommen. Betretet Clints Höhle. Wobei, nee, ich kann optional alle Essenzen finden. Okay, betretet Clints Höhle. Dann betreten wir die jetzt. Ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Ein riesiges Portal, okay. Okay, wir sind drinnen. Oh. Defekt der Golem. Hier ist ein Speer im Boden. Kashmir, ist alles in Ordnung? Ja, es ist nur... Das hier ist eindeutig der Ort, an den man den Kommandeur Jory und mich gebracht hat, aber er hat sich verändert. Der Brand hat sich ja ausgebreitet. Ich wünschte, sie wäre jetzt hier. Sie immer noch verletzt und noch nicht fit? Das ist der Speer, den Glint uns gegeben hat, um Kalkatorik zu töten. Ja. Gegossen aus ihrem eigenen Blut. Ich wusste gar nicht, dass er bei dem Kampf nicht zerstört wurde. Das muss die Waffe sein, die Vlast gemeint hat. Wir haben sie gefunden. Okay. Okay. Feuer, passt auf! Das ist einer von Glints Kristallwächtern. Auf und da ist das Empfangskomitee. Was tun wir, Kommandeur? Töten wir ihn, oder? Er ist verdorben. Erledigt ihn. Okay, wir müssen ihn erledigen. Aufgeladen. Wenn die Facette von Clints Kristall entzeugt wird, setzt ihr sie durch die Kristallschild geschützt. Kommandeur, die werden hier drin in Stücke gerissen. Wie wäre es, wenn wir ihre Schilde benutzen würden? Ihnen wird es egal sein. Ich brauche noch einen Augenblick. Ihre Schilde? Wie sollen wir ihre Schilde nehmen? Ah, guckt mal. Das ist ja cool. Ich habe es nur nicht direkt gesehen gehabt beim Anfang, dass da diese Dinger sind. Raus. Okay, das Ganze geht jetzt nochmal von vorne los. Schild. Los. Aufgeladen. Oh, jetzt ist er schon wieder. Aber okay, gut. Man schnappt sich so ein gelbes Teil. Geht so ein lila Ding kaputt machen.
kriegt ein Schild, da muss man sich Stück für Stück durchwuseln. Aufgeladen. Okay. Wow, das haben wir geschafft. Nice, cool. Okay. Schaut, der Weg erkunde ist das frei. Innere von Klints Höhle. Hier haben wir einen defekten Golem. Ich weiß nicht. Das dürfte das sein, was Großnaff übrig ließ. Okay. Wir haben hier einen riesigen, intakter Erinnerungskristall. Prophezeiungen sind nicht immer ein Geschenk. Häufig sehe ich Dinge, die ich gerne ungesehen machen würde. Richtig unruhig werde ich jedoch, wenn die Vision getrübt ist. Okay. Die Helden haben sich versammelt. Und Kral Katorik nähert sich. Oh. Ich bin auf einen Kampf gegen den Altdrachen nicht vorbereitet. Und bedauerlicherweise kann ich nicht erkennen, was nach der anstehenden Schlacht geschehen wird. Liegt das vielleicht daran, dass ich sterben werde? Ich darf nicht sterben, ohne dass ich meine Aufgabe erfüllt habe. Ich muss Kral Katorik aufhalten. Die Vergessenen haben mir viel erzählt, aber nicht alles. Was haben sie den Sechsen gesagt? Was wissen die Götter, was ich nicht weiß? Viele Dinge sind noch nicht klar, aber mir geht die Zeit aus. Oh, er zerfällt. Ich muss den Glauben und die Hoffnung bewahren, dass meine Kinder mein Vermächtnis weiterführen werden. Okay. Krass. Heftig. Moment, erwähnte der Klinge des Schicksals gegenüber nie etwas von einem Vermächtnis. Nur, dass Kral Katorik aufgehalten werden müsse. Aufgehalten, ja. Aber getötet? Wollt ihr andeuten, dass sie über die Konsequenzen informiert war? Vielleicht hat uns Vlast aus diesem Grund hergeschickt. Wir sollen den Drachenblutspeer vernichten. Keine gute Idee, Boss. Klint hat uns gesagt, dass diese Waffe speziell angefertigt wurde, um Kral Katorik zu töten. Wenn wir den Speer vernichten, haben wir kein Mittel mehr, ihn aufzuhalten. Es sei denn, ihr habt irgendwo einen Haufen Drachentöterwaffen versteckt, von dem ich bisher noch nichts wusste. Der war gut. Drachen zu töten steht nicht mehr zur Debatte. Nicht ohne einen guten Plan, wie wir mit den Folgen umgehen könnten. Balthasar ist das Schicksal von Tyria egal. Wir können das Risiko nicht eingehen, dass der Speer ihm in die Hände fällt. Wir müssen ihn vernichten. Na gut. Allerdings möchte ich festhalten, dass ich das für eine schlechte Idee gehalten habe. Also wenn ich mein Wort auch mal so in den Raum schmeißen darf, ich finde es auch nicht so gut, den zu töten. Es ist die einzigste Waffe aktuell, die Kral Katorik tötet. Und die machen wir jetzt kaputt. Okay. Drachenblutspeer. Flammen! Geil. Und dann kriegen wir den so einfach kaputt. Okay. Ja, also wir haben jetzt gerade die einzigste Waffe... Erledigt. Kaputt und jetzt stellen gemacht. Wir uns vor, wie Balthasar rot anläuft bei dem Gedanken, dass es ihm nicht gelungen ist, uns aufzuhalten. Ich glaube ja nicht, dass der rot anläuft. Ja, das ist sehr schön. Ich hoffe nur, dass wir uns richtig entschieden haben. Ohne die Führung der Götter fühle ich mich so verloren. Geht es Riddler gut? Er grübelt. Char machen das ganz gerne. Ich bin mir sicher, das gibt sich. Könntet ihr vielleicht einmal nach ihm schauen, Kommandeur? Ja, wo ist ein Ridlock da hinten? Ja, der ist nicht so begeistert davon. Kann ich verstehen. Das war Snuffs Golem, nicht wahr? Was davon noch übrig ist, ja. Ich habe meine Gildenfreunde im Stich gelassen, Kommandeur. Und ich habe Glint enttäuscht. Während meiner Zeit in den Nebeln bin ich nicht nur Balthasar begegnet. Ich habe auch Glint getroffen. Sie hat mich den Weg des Wiedergängers gelehrt. Ah, cool. Ich dachte, sie wolle, dass ich zu Ende bringe, was die Klinge des Schicksals begonnen hat. Aber hier stehen wir jetzt und versuchen, Kral Katorik zu retten. Nun sind Glint, Snuff und er tot. Aber dieser verfluchte Drache lebt immer noch.
Ich brauche einen Erfolg, Boss. Ich muss das in Ordnung bringen. Erledigen wir Balthasar. Das klingt nach einem Plan. Diskutiert über die nächsten Schritte. Der Speer wurde also vernichtet. Können wir jetzt diesen verachtungswürdigen Gott töten? Wir haben Balthasar zwar bei der Ausführung seiner Pläne Sand ins Getriebe gestreut, sind aber dem Ziel, ihn zu erledigen, noch keinen Schritt näher. Und wir möchten vermeiden, dass eine Begegnung noch einmal so verläuft wie beim letzten Mal. Kommandeur, wir sind führungslos. Wir brauchen jemanden, der uns den Weg zeigt. Ich denke, wir sollten zu den Göttern gehen und sie persönlich befragen. Sie persönlich befragen? Ihr meint, wir sollten uns in den Nebel begeben? Ich bin nicht sicher, ob mir diese Idee gefällt. Und falls Ridlock Balthasar wirklich in den Nebeln getroffen hat, dann ist vielleicht mehr an seiner Geschichte dran, als uns klar war. Vielleicht gerade stehen das. Die Götter uns ja tatsächlich zur Seite. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Was ihr mir aufgetragen habt, Kommandeur. Aber ich habe einige Fragen, auf die ich Antworten brauche. Das geht mir nicht anders. Das letzte Treffen mit Balthasar hat uns klargemacht, dass wir unterlegen sind. Dies könnte unsere einzige Möglichkeit sein. In Ordnung, Cass. Wir machen es so, wie ihr es wollt. Doch wie kommen wir an die Götter heran? Beim Grab der altehrwürdigen Könige gibt es ein Portal in die Nebel. Ich denke, dort sollten wir anfangen. Dann okay. Werden wir jetzt dorthin gehen. Cass hat recht. Es wird Zeit, dass wir endlich ein paar Antworten bekommen. Ich hoffe, wir nehmen uns jetzt nicht zu viel zu und kriegen dann auch am Ende ein paar Antworten. Kristalltruhe Klintz. Okay, dann machen wir hier gerade ganz kurz alle möglichen Truhen auf. Da habe ich alle Skins schon. Okay, wir haben jetzt noch hier so viele paar Bubbles. Gebiete blieben ohne Antwort. Meint ihr, sie werden auf uns hören? Das ist die gute Frage. Portal in die Nebel. Ich habe genug von diesem Ort gesehen. Das reicht für ein ganzes Leben. Aber, also wie ich bereits gesagt hatte, Kommandeur, ich werde das in Ordnung bringen. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass ihr ohne mich geht. Portale in andere Welten, geisterhafte Drachen, tobende Götter. Unser Leben ist wirklich zauberhaft, nicht wahr? Da hat er recht. Da hat er recht, der gute Kanach. Okay, ich würde sagen, damit die Folge mal nicht so lang ist und wir mal ein bisschen ausschnaufen können zu den letzten, würde ich sagen, wir beenden diesen Part schon. Ich freue mich sehr auf die Nebel. Bin sehr gespannt, ob die Götter uns Antworten geben können. Auch die Fragen, die uns im Kopf rumschwirren. Und ja, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar von dir freuen. Und würde dich natürlich sehr gerne wieder nächsten Montag willkommen heißen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.